Hallo. Komm rein. Hallo und herzlich willkommen in meiner Wohnung zusammen mit meiner Mummel. Die Mummel ist aber groß geworden. Das wollte ich gerade sagen, weil ich blende euch jetzt mal ein Bild ein vom letzten Jahr, wo ich die Roomtour mit der Mummel gemacht habe. Das ist so unfassbar, ey. Ja. Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ihr kennt meine Wohnung schon, aber nicht so. Nein, nein. Es hat sich nämlich total viel verändert. Ich habe mega viel umgestellt. Ich habe neue Möbel, ich habe neue Bilder, ich habe Bilder angebracht, ich habe Spiegel und so weiter und so fort. Und deswegen geht es schon los im ersten Raum. War die Bettfee nicht da und hat das schön sauber gemacht? Nein. Aber oh, Moment. Das war jetzt eine coole Überleitung. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil da habe ich noch eine Verlosung für euch. Das hat ungefähr, nämlich mit dem und dem und dem zu tun. Schön. Aber kommen wir zurück zu meinem Schlafzimmer. Es hat sich hier an sich gar nicht so viel verändert, aber ich habe seit gestern neue Vorhänge. Und zwar blaue Samtvorhänge. Die sind so toll. Schön. Ich habe hier mein Farbschema ein bisschen geändert. Ich wollte früher immer Roségold, früher vor allem, ja. Jetzt ist es dunkelblau und gold, wie man unschwer an meiner Deko erkennen kann. Mein Bett. Und sie hat schon wieder meinen Handschuh dabei. Molly. Danke, dass du mir den Handschuh mitgebracht hast, Molly. Das ist so nett von dir. Mein Bett hat sich nicht verändert. Ich habe zwar neue Bettwäsche, aber das... Doch, die Molly kann alleine drauf springen. Ja, das stimmt. Das ist ja als Leon nach... dieses Jahr, als er im Januar nach Amerika gegangen ist und Molly und ich das erste Mal zu Hause alleine waren, da habe ich mir gedacht, Molly, du alleine und ich alleine im Bett, also sie in ihrem Korb und ich in meinem Bett, das geht nicht. Und jetzt sind wir nämlich Bad Buddies. Dann habe ich zum allerersten Mal Bilder von Freunden, von Familie und so aufgehangen, aber noch nicht von allen. Also es fehlen noch ein paar von meinen Liebsten, aber man muss ja erstmal klein anfangen, weil auch der hängt erst seit gestern. Ansonsten hat sich nichts verändert, weiter geht's. Molly! Yeah! Hier hat sich mit dem Wohnzimmer zusammen am meisten verändert. Ich habe einen neuen Schreibtisch, habe Dinge an die Wand gehangen und wenn ihr mir auf Instagram folgt, Janas Diary, dann habt ihr auch gesehen, dass ich eigentlich bis gestern dieses Zimmer nicht betreten konnte. Ich komme jetzt endlich wieder an meinen Laptop dran und Paket. Oh Leute, ich habe mir für Weihnachten eine Hose bestellt. Ist die nicht geil? Oh mein Gott! Ja. Ich bin verliebt in die Hose. Ich auch. Zurück zur Roomtour. In diesem Raum steht auch neben meinem Sofa das schönste Möbelstück überhaupt in meiner Wohnung. Ta-ta-ta-ta! Meine Spiegelkommode. Da stehen sind Akten drin und so ein paar Schreibtischzeugs links und so. Aber ich hätte davon noch so gerne Nachtschränkchen. Aber man muss ja erstmal, ne? Klein anfangen. Piano, Piano, ja? Genau. Weil wenn man halt nicht nur bei Ikea einkaufen geht, dann geht es immer direkt in die Tasche. Und das ist dann halt unlustig. Aber die stand vorher im Wohnzimmer. Aber ich habe auch einen neuen Stuhl. Magst du dich mal draufsetzen? Ja, natürlich. Mache ich gern. Das ist ein sehr dekoratives Bild. Danke. hier hängen auch Bilder. Girl Power, all we have is now and flowers. Im Flur hat sich auch was verändert und zwar habe ich einen Spiegel aufgehangen und ich habe eine Holzkonsole. Wer hat den Spiegel aufgehangen? Mama hat den Spiegel aufgehangen. Weil Mama ist die beste Handwerkerin der ganzen Welt. Ich bin Bob, der Baumeister, seine Frau. Ja. Erzähle uns. Habe ich eine Holzkonsole. Ist eine Konsole aus recyceltem Holz, dafür müsste kein Baum sterben. Hier habe ich so schöne Blumen. Ich liebe die Blumen, diese Blumenboxen. Die habe ich jetzt von Grace Flowerbox. Vor allem, weil ich keinen grünen Daumen habe und bei mir Blumen immer sterben. Stimmt. Mein Bad! Meine Dippy Lounge. Mein hier hat sich nicht viel verändert. Außer, dass ich mir so ein Beauty Light geholt habe. Womit das ist aber ich, hell. Ja, mega hell. Womit ich mich dann perfekt schminken kann. Und ich habe einen neuen Badezimmerschrank für meine Schminke und so. Das war's. Weiter geht's. Erst in die Küche. Auch hier hat sich nicht viel verändert. Außer Karten und Bilder. Ich habe einen Wasserfilter geholt und der macht mir ganz sauberes Wasser, damit ich nicht die Kisten schleppen muss. Ich habe noch keinen Weihnachtsbaum. Aber du hast eine Palme. Aber ich habe eine Palme. Eine Weihnachtspalme. Eine Weihnachtspalme. Und ein Weihnachtskatzenklo. Ja, ich habe da extra für Beleuchtung gekauft. Für das Katzenklo? Die Palme. Aber Molly und ich werden auf jeden Fall diese Woche einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Ich habe auch keinen Adventskranz dieses Jahr, aber ich habe mir so ein schönes
Besteck gekauft. Sehr schön. Und dann habe ich Sofa. Also hier generell hat sich ja auch, das stand da auch vorher alles nicht. Das war vorher anders. Ja. Und da hattest du noch was, das war vorher das, auch nicht? Das war vorher auch nicht, das war auch vorher ganz anders. Ich glaube, da stand gar nichts vorher. Nee, die Wand war nackt. Vor allem stand das vorher im Büro. Dafür hatte ich extra neu gekauft, dann habe ich da doch ein Schuhregal draus gemacht und jetzt steht es hier mit komplett schiefen Türen. Die haben sich über die Zeit verzogen. Die sind nicht schief angebracht. Oh, ihr seht so schön aus zusammen. Geil, ne, mit der Lille? Ja. Ja, hier ist mein Traumsofa. Das habe ich mir so zusammenstellen lassen. Weil es sich tatsächlich für mich lohnt, mit den Katzen auf ein Samtsofa umzusteigen. Nicht nur, weil es schön aussieht, sondern einfach, weil es praktisch ist. Molly, wenn die ihre dreckigen Pfoten hat von draußen, da kann man einfach mit dem Lappen drüber gehen oder ist der Schmuck, Schmutz weg. Aber apropos Schmuck. Der Schmuck ist auch weg. Und das geilste Kissen aller Zeiten. Die Vase? Nein, ich habe euch noch nicht meine Vase gezeigt. Ich muss euch erstmal... Von meiner Freundin habe ich diese schönen Rosen bekommen für mein Buchlaunch. Wenn ihr noch nicht wisst, dass ich ein Buch geschrieben habe, dann guckt euch auf jeden Fall mein letztes Video an. Und jetzt die schönste Vase of the whole world. Ich finde die Vase so toll. Punkt. Glubschi, den Fisch, den Simon mir geschenkt hat. Und hier ist Mollys Spielecke, da ist momentan ziemlich viel Spielzeug schon in meiner Wohnung verteilt. Aber hier krallt sie sich immer irgendein Spielzeug und verschleppt das irgendwo hin in die Wohnung. Hier habe ich meinen ganzen Stapel voll mit verschiedensten Zeitschriften, wo ich mich immer so ein bisschen belesen kann, Inspiration für Videos sammeln kann. Und dann habe ich noch ein paar neue Lichtquellen. Diese schönen Federn. Ach, und der Spiegel hängt ja. Ach Mensch, nach einem Jahr, das ist ja unglaublich. So, und hier habe ich auch noch Licht. Und jetzt geht's zur Verlosung. Und zwar könnt ihr eine Juwelkerze gewinnen. Und zwar 15 Stück von euch. Ist das nicht toll? Meine Freundin haben mir nämlich letztes Jahr, wir schenken immer so ein Gruppengeschenk. Und dieses Jahr zu meinem Geburtstag, zu meinem 21. haben sie mir eine Juwelkerze geschenkt. Ich hatte davon schon mal gehört. Aber für alle, die davon noch nicht gehört haben, das sind Kerzen. Und da drin ist ein Schmuckstück verborgen. Hier könnt ihr das so sehen. Mhm. Kann man das sehen? Die anderen Kerzen, ich habe ja schon ein paar Kerzen gesehen, die hier überall brennen in meiner Wohnung. Aber diese Kerze ist der absolute Shit. Die riecht nämlich nach Keks. Und die habe ich mir extra aufgehoben, weil man ist ja so bescheuert. Die besten Sachen hebt man sich immer für später auf, ne? Auf jeden Fall kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen, wie ich das Schmuckstück aus der Kerze raushole. Weil ich habe nämlich eine Kerze, ist mir heute aufgefallen, die ist nämlich jetzt so weit abgebrannt, dass ich da ein Schmuckstück rausholen kann. Deswegen hole ich mir eben eine Gabel. Guck, das wusste ich auch nicht, dass es so geht. Das ist mal so ganz clean verpackt hier. Ui. Eine Kette. Guck mal, wie schön. Der Stein glitzert blau. Ja, mega. Voll schön. Echt schön. Ich habe aber auch noch ein bisschen andere Sachen, die ich euch hier zeigen kann. Auf meinem Sofa habe ich natürlich alles für euch vorbereitet. Einmal die, die ich hier trage. Die goldene Kette ist persönlich meine allerliebste Kette. Ich liebe diese Kette. Die Kette und die. Die Ringe habe ich auch von Juwelkerze. Und hier seht ihr auch noch anderen Schmuck. Die Verlosungsbedingung ist, dass ihr in die Kommentare schreibt, welches eure Lieblingsduftsorte ist von Juwelkerze. Und dann wird das ausgelost und von Juwelkerze verschickt. Ist das nicht toll? Also ich finde vor allem auch, dass das ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk ist. Und wenn ihr vielleicht auch es nicht geschafft habt, bei der Verlosung zu gewinnen, die Gewinner werde ich auch sehr zeitnah bekannt geben, dann habe ich auch noch einen 15% Gutscheincode für euch. Und dann könnt ihr vielleicht für euch, eure Family oder wie meine Freundinnen mir das zum Geburtstag geschenkt haben, ein bisschen shoppen gehen. Und zwar packe ich euch den Link zur Seite in die Infobox und der 15%-Code ist Jana15. Ganz easy. Steht auch hier nochmal eingeblendet. Ja, wenn ihr ein Kommentärchen schreibt, geht auf die Juwelkerze-Seite und guckt euch an, was vielleicht eure Lieblingsduftsorte ist. Meine ist auf jeden Fall die Weihnachtsbäckerei und die Eisfrüchte, diese lilane. Deswegen brennt die eigentlich auch 24/7 bei mir zu Hause. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat meine Roomtour gefallen. Guckt mir auf jeden Fall meine letzte Roomtour an, damit ihr das vergleichen könnt. Und vor allem seht, wie klein Molly war. Oh mein Gott. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Peace out.